So, da sind wir auch direkt wieder am Start. Ja, ich habe das hinten mal ein bisschen vollendet. Also man kann es von oben noch nicht ganz erkennen, dass es warm werden, aber ich glaube, wenn es nachher ausgebaut ist, ist es, glaube ich, gut zu erkennen. Jetzt sieht man schon so leicht die Formen. Die habe ich mal ein bisschen ausgebessert. Ich hatte einen Fehler bei mir, aber in der Zeichnung drin. Ich hatte diesen Weg hier direkt hier angeschlossen. Hat nicht gepasst. Ich weiß nicht, wie ich das da ausgebessert habe. Habe es dann einfach so abgemessen, dass ich diese Rahmen schon mal gezogen habe, die man schon sehen kann hier. Da kommen nachher diese etwas größeren Bienendinger rein. Ich glaube, April, ich hatte ja noch. Weiß nicht, glaube ich, mit A oder mit I geht es weiter. Ich weiß es nicht ganz genau, wie man die schreibt. Das sind halt diese Bienenboxen. Die, aber es gibt die halt noch in. Ja, wo gibt's die denn? Industrie. Ja, halt die in der größeren Form, sage ich mal, die man ja herstellt. Und sie dann verbindet zu einem Multiblock. Ich glaube, wenn ich sogar. Ich weiß gar nicht, ob wenn ich Multi eingebe, ob es hier irgendwas kombiniert dadurch gibt. Ja, das ist ja nichts. Ist aber auch nicht schlimm. So, jetzt habe ich überlegt, durch was mache ich Fruchtjuice? Und ich hatte überlegt, ja, jetzt alle Früchte da unten zu nehmen. Und habe mich dann jetzt erstmal auf Chili zu spezialisieren. Das werde ich über Pipes machen. Über normale Buildcraft Pipes. Das werde ich nicht da unten machen. Da unten lässt sich. Danke. Okay. Da unten lasse ich dieses Testfeld, wo ich dann immer ein bisschen was reinschmeiße, wieder rauslege, reinschmeiße, rauslege. Immer so weiter. Damit halt alles nacheinander läuft. Jetzt habe ich hier noch Chili angebaut, wie man sehen kann. Es wächst relativ ganz gut. Jetzt noch nicht voll Samen, das heißt, ich muss noch ein bisschen anbauen. Und werde mir sozusagen jetzt so ein kleines Feld anlegen, was wieder an so einen Tower angeschlossen wird. So ähnlich wie unserem Bären-Tower. Fast die gleiche Funktion bekommt. Nur die Zusatzaufgabe hat, Chili umzuwandeln. Das heißt, ich splitte die ganzen Sachen einfach um. Sprich, eine Hälfte Chili in die Seite, die andere dahin und dann sollte es eigentlich schon fast funktionieren. So, Goldpipes nehmen wir auf jeden Fall mal nochmal zwei Sticks mit, die sind eigentlich ganz immer gut. Dann nehme ich vielleicht noch Eisenpipes, habe ich mit. Ja, dann nehmen wir von die Hälfte, so viel brauche ich eh nicht. Und definitiv brauche ich nachher noch ein paar von den Kabeln. Komme ich aber später zu. Können wir schon mal gucken, hier, Mann. Okay, jetzt habe ich ja ein paar vorbereitet. Dann nehme ich die. Die ganzen könnt ihr eigentlich zum Impuls machen. Also Pulse Gates nehmen wir noch mit. Weil da hatte ich ja welche gemacht. Die haben dauern, wie gesagt, extrem lange, bis man die auch viel vorbereitet hat. Deswegen habe ich die auch schon mal über die Nacht laufen lassen. Ne, die kamen hier rein. So. Und das dauert natürlich jetzt etwas, bis das hier sich aufgebaut hat. Ich glaube, der kommt. Ich weiß gar nicht, kommt der mit allen dahin? Ja, die laufen alle da drauf hin. Das habe ich extra gemacht, weil sonst schmeißt der die Sachen in den rein und dann kriege ich es ja nicht in seinem E. Deswegen habe ich den da hingestellt, da ist ja auch noch eine Stromleitung. Dann passt das schon. So, jetzt ist die Frage. Die Tower sind ja schon echt extrem in die Breite gegangen. Mache ich hier vorne den hin? Weil Kabel hätte ich hier. So, das ist ja für den Harvester. Ja, das ist für die Harvester. Wenn ich den hier hin mache, hätte ich ja später einen guten. Ach, da sind Spinnfäden gewesen, glaube ich. Später einen guten Weg nach da hinten, sozusagen so als Brücke, als Terminalbrücke, wo man rübergehen könnte. Könnte ich eigentlich machen, ne? Dort Heus, Baumaterial. Muss natürlich die Pipes nochmal gleich verschwinden. Die kann ich hier reinschmeißen, die brauche ich ja eh später. Das heißt, wir brauchen die auf jeden Fall. Das heißt, wir bauen nochmal einen Tower hier hin. Der könnte dann hier rein. So, dann nehmen wir das als Ecke. Und würde das schon passen. Oh, die können alles ausgestalten. Das kann ja so bleiben. Das lasse ich hier so mal. Wobei ich hier noch so und eigentlich. Ja, ist okay mit den Kabeln aus, aber ist ja nicht schlimm. Wie viel machen wir denn? Moment. So machen wir erstmal das hier. Damit ihr weiß, wo ich abgrenzen muss. Einen Moment. Immer
wenn ich aufnehme, bin ich erkältet. Keine Ahnung warum. So, jetzt haben wir in der Mitte 3-3. Und wenn ich jetzt da in der Mitte mache, da. Oder sage, du bist in der Mitte davon. So. Dann müsste ich aber den hier rüberziehen. Damit der die Mitte hätte. Der wäre jetzt. Ist jetzt. Ja, das ist in der Mitte, genau. Und da könnte ich ja so gehen. 1, 2, 3. Das wäre die Mitte davon. 1, 2, 3, genau. Die Mitte wieder davon. Ich glaube, wenn wir die Größe machen, ist das schon ganz nett. 1, 2, 3. 1, 2, 3, genau. Jetzt haben wir sozusagen schon eine Größe gefunden, wo wir mitarbeiten können. Aber, da ich ja Platz brauche, muss ich ja hier noch offen machen. Das heißt, diese Front werde ich nochmal öffnen. Und dann wäre das Feld, wo ich mitarbeite. Hier machen wir mal zu. Denn ich werde den Harvester von hier anschließen. Der dann halt dahin kommt. Klar. Jetzt will dann ja mal schauen, wo der dann wirklich landet. So, dass ich jetzt hier die Mitte. Da ist die Mitte. Da wir auch nochmal die Mitte. Hier müsste ja der Harvester drauf, damit er das ganze Feld kriegt. Mhm. Genau. Und ich werde jetzt noch drauf zurechnen, damit ich so ein bisschen bewege. 5 in den Längen. 1, 2, 3, 4. 5, 6. als Wand. So, jetzt seht ihr schon langsam, dass wir so langsam wieder ins Haus zusammenschließen und sich fliegen nochmal hoch, dass sich das wirklich so als Riesengebäude nachher aufspielt. Und wenn man sieht, allein der Ausmaß, da hinten kann man schon fast kaum noch sehen, der Ausmaß der ganzen Gebäude ist echt extrem hoch. Bevor wir jetzt. Mir fällt gerade ein, wir müssen mal was gucken gehen. Wir müssen mal zu Öl 2 teleportieren. Ich glaube, der ist leer. Schauen wir mal eben. Oh, er hat noch ein bisschen, aber nicht mehr viel. Die Pumpen laufen noch. Ach, die Tanks sind voll. Stimmt. Die Tanks sind voll, weil ich ja damit noch nicht gearbeitet habe. Jetzt müsste ich dem ja eigentlich den Benzinhahn leer machen. Beziehungsweise den Benzin mal ein bisschen abpumpen. Dann würde es ja weitergehen. Okay, ja, seht ihr, hier kann ich noch ein bisschen gucken, da werde ich auch mal wieder vorbeischauen hier oben nach Öl, dass ich halt Öl konstant habe, auch wenn es ein bisschen viel wird nachher. Viel ist relativ. So, hier ist mein Hauptpunkt, den habe ich extra gut gewählt da. Das ist, glaube ich, auch der Spawnpunkt ist, wenn man stirbt oder so, oder aus dem End rauskommt, das ist, glaube ich, der Spawnpunkt. So, 5 davon, alles klar. Dann hat man nachher hier unten... Dann geht er von hier unten rein. Der Harvester stellt sich nachher hin. Ich habe keine. Das Blöde ist, ich habe keine Schaufel. Macht aber nichts. So. Jetzt sehen wir noch den Boden reinkriegen. Hier kommt dann der. Das ganze Zeug hin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und wir haben dann hier unser Gebäude, wo wir ein bisschen bauen können. Beziehungsweise mit dem Elevator nach oben schießen können. Und ein paar Maschinen aufstellen können. Wo sich dann nachher alles sammelt. Oder in der letzten Etage wird alles in Maschinen machen, dass ich vielleicht sage Chilis. Was hatte ich noch? Genau. Ich wollte noch. Was wollte ich denn noch? Achso, das ist der Weg in den Keller. Stimmt, zum Netherportal. Geh mal kurz unten. Wir schauen uns mal so ein paar Früchte oder Gemüsesorten aus, wo ich ein bisschen Lust drauf habe. Es ist ja nur aus Jux und Dallerei, sag ich mal. Es wäre so, dass man auch in die andere... Man geht ja nur auf diese Technik ein und immer mehr Technik, 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 klar. Erdbeeren finde ich gut. Pineapple finde ich gut, also Ananas. Ist okay. Was ganz außergewöhnlich ist. Seegras? Ja.
Chili ist klar. Spargel. Ginger ist gut. Paprika ist lecker. Das ist so Kohl. Das ist ja Kohl, glaube ich. Und das ist, weiß ich nicht, oder das Kohl und Salatkopf, ich weiß es nicht. Ja, das ist ja Kohl. Also Blumenkohle. Chili hatten wir 5. Also die werden auf jeden Fall genommen. Das kann ich 5 Tower reichen. So, die Frage, was für eine Höhe nehmen wir? Vielleicht kriegen wir noch 4, dass ich vielleicht auch noch welche entscheiden muss. Also die Höhe wäre, dann wärst du 1, 2, 3, 4, 5, 5 Stück, okay, haben wir. Glas, das, ich würde nicht unbedingt Glas nehmen. Von beiden Seiten noch so Glasfronten hinsetzen. Wäre auch eine schöne Option. Aber noch Marble. Ich glaube, ich habe allgemein zu wenig Ladstand. Ladstand. Ladstand Marble. Das sind die Außenpfosten. Wo ich hier, glaube ich, auch keinen hinsetzen werde. Aber ich brauche mehr Marble Ladstand. Habe ich noch was denn da? Die Frage ist, ziehe ich so ein. Ja, so ein Rand ziehe ich da auch nicht. Also, die sollen sich schon von sich einander abheben. Muss ja in den Raum rein. Weil hier Marble drin ist. Hier ist noch Marble Large Stand. Oder Large Stand. Drin. Machen wir mal kurz so. Ich glaube, ich da ein bisschen mehr von brauche. Hallo? Danke. Und dann habe ich noch was. Ja, da habe ich noch ein paar Stacks drin. Super. Sie halt und dann ab. Man sieht halt hier, einer haben Fenster drin, die anderen haben die Linien. Der eine hat große Fenster drin und hier kommt, da muss ich mal schauen, was hier reinkommt. Und hier hätte ich. Moment. Da. Hier mache ich einen neuen. Aber den ziehe ich auch so hin. Auch noch ein bisschen. Ein bisschen. So, jetzt haben wir für eine Höhe 88. 88,5, alles klar. Super. So, ich mach kurz den Schnitzer rein, wir sehen uns gleich sofort wieder.